Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project. Ja, wir befinden uns in der nächsten Mission. Es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon noch ein bisschen richten hier, weil die Tastatur irgendwie dezent im Weg ist. Ups. Ich mach mal ein bisschen Krach. Knister, knister. Süßigkeiten. Ja, auch Diebe müssen sich hin und wieder mal ein bisschen was gönnen. Ich habe natürlich das Problem, dass... Nee, es passt schon nicht. Es passt alles nicht. Ich hätte das vorher ausrichten sollen. Verzeiht. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Hä? Oh, gut. So, wie gerade erwähnt. Neues Level. Neue Mission. Beziehungsweise neue alte Mission. Im Prinzip sind wir mehr oder weniger dabei, die größte Mission, die wir jemals annahmen, zu vollenden. Nämlich das Auge von Konstantin zu stehlen. Für Konstantin zu stehlen. So. Wir waren schon einmal hier an dieser Kathedrale. Und haben wir da schon mal richtig reingeguckt beim letzten Mal? Ich muss zugeben, ohne Witz, Leute, dieses Level ist der absolute Shit. Hoch 10, hoch 20. Ich habe mir beim ersten Mal A, mega in die Hose geschissen. Weil ich einfach ein absoluter Schisser bin. Und zweitens habe ich die Mission bestimmt fünfmal mehr oder weniger von vorne gestartet, weil es einfach mega schwierig ist. Also, Gorgos, ich weiß, dass du definitiv der Meinung bist, dass das überhaupt nicht schwer ist. Aber für mich persönlich war es schwer. Und ist es wahrscheinlich auch jetzt noch. Und ich sehe irgendwie kaum was. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr, aber bei mir ist auch gerade die Sonne draußen. Was das Ganze hier nicht gerade einfacher macht. Ich bin etwas gehandicapt. Ich höre Dinge. Ich höre böse Dinge. Also eigentlich könnte ich jetzt theoretisch direkt durch den Haupteingang rein, denn ich habe die Talismane, alle vier zusammen. Und muss die dann einfach jetzt schlichtweg da einsetzen. Aber ich will noch mal ganz kurz gucken. Eigentlich müsste der noch mal irgendwann mit uns quatschen. Oder? Ah, hier ist zu. Warum ist sie zu? Allah, der cheatet. Beim letzten Mal war hier offen. Aber ja, das ist ja im Prinzip auch nicht unser der Sinn der Sache. Sondern der Sinn der Sache ist, dass wir da jetzt reingehen. Und ihr müsst gleich mal darauf achten, wenn ich die Talismane da einsetze. Oh, das ist so unheimlich. Ich habe Angst. Vor allem, weil ich hier so wenig sehe. Das ist, ihr müsst euch das vorstellen. Die Sonne ist halt hier. Das Bild ist voll dunkel. Ich glaube, ich muss gleich mal meinen Vorhang ein bisschen zumachen. Ich will das Ding da lesen. Warning, great evil resides in this place and it is no longer fit for man. Sprich, großes Böses wohnt in diesen Hallen, an diesem Platz und es ist nicht länger sicher für Menschen. The doors are sealed to protect us from that which lies within. Do not remain here. Also es ist eine sehr eindeutige Warnung, die einem hier erzählt wird. Und ihr müsst jetzt mal darauf achten, wenn ich den Talisman hier reinsetze, gibt es immer einen Laut entsprechend dem Element. Hier zum Beispiel das, die Luft. Im Prinzip hat das Auge gerade wieder zu uns gesprochen. Sinnbild ist also sinngemäß übersetzt so viel wie ihr seid also tatsächlich zurück, Mensch. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr es tatsächlich so weit bringen. So in etwa. Ja, fehlen noch drei. Erde. Na, da hören wir Geröll. So, Wasser. Kann man sich ja schon fast denken, was man da jetzt hört. Plätschert. Muss man ja fast pinkeln. Ah, scheiße. Irgendwie kann man das auch rückwärts machen. Aber ich weiß nicht. Okay. Wie schleiche ich noch? Ach so, auf F schleiche ich. Warum auch immer. Ah, nein! Uff. Oh Gott, diese Geräusche. Ich wollte erst gar nicht hier rein. Ah! Ich hasse es. Hm.
Dadurch, dass ich ja Thief, also das neueste Thief, das, den vierten Teil schon gespielt habe, bin ich etwas vorgeschädigt von dem Level mit Namen Moira. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt durchgehen, denn da ist Haupthalle. Und Haupthalle ist nicht gut. Hört ihr das? Kettenrasseln. Dieses Kettenrasseln sagt uns irgendwas. Es sagt uns nichts Gutes. Jetzt habe ich sie natürlich schon aufgeschreckt. Ich bin ein schlauer Mensch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt hierher gehen kann und wo nicht. Habe ich ein dezentes Problem. Gott, ich hab so Schiss. Es tut mir leid, ich bin wieder sehr still. Liegt aber daran... Da, wusste ich doch, dass hier was ist. Liegt aber daran, dass ich einfach mega Schiss hab gerade. Okay, die Sonne ist halbwegs weg. Ich sehe aber trotzdem nicht viel mehr. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr als ich. Das Gamma habe ich wie immer ganz hochgestellt. Da geht's ebenfalls, soweit ich weiß, in die Haupthalle. Ich müsste, glaube ich, mit den Aufzügen hoch. Holy shit, habe ich mich erschrocken. Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen, richtig? Er hat mich gesehen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Oh Gott, ich will nicht dieses Level spielen. Es ist genauso wie in Moira und ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Ich hätte nicht springen dürfen. Ich hätte wirklich nicht springen dürfen. Okay, wartet ganz kurz. So, ich fange am besten einfach nochmal hier an. So, es tut mir voll leid, aber... Oh Gott, mein Herz. Glaubte nicht an meinen Erfolg, bla bla. Das ist nicht nett. Okay, theoretisch, wenn ich jetzt hier hochfahre mit dem Ding, müssten die das doch auch hören, oder nicht? FC? F11? Huh! Probier es einfach mal. Was bleibt mir anderes übrig? Oh, es geht gar nicht. Mhm. Sehr gut. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Ich hatte ja schnell gespeichert, ne? So, hier, so. Okay. Scheint ja so halbwegs sicher zu sein hier. Oder auch nicht. Ist er jetzt stehen geblieben? Ich habe halt auch keine Moospfeile oder sowas. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich werde hier alle 5 Meter speichern. Stellt euch schon mal drauf ein. Das genau ist die Haupthalle, da darf ich nicht hin. Und hier ist zu. Toll. Das macht ihr doch mit verdammter Absicht. Oh Gott. Denk an die Millionen, denk an die Millionen. Alles wird gut. Wir können uns, wie er so schön sagte, stilvoll zur Ruhe setzen. Dafür müssen wir nur noch dieses Level abschließen. Alles wird gut. Wusa, ich bin ein Gänseblümchen. Oh, was zu mitnehmen? Eigentlich brauche ich hier jetzt gar nichts mehr mitnehmen. Ich bitte dich, ey. Der bezahlt mich doch fürstlich. So, was haben wir hier? Brother Gerard. The behavior we have repeatedly seen
exhibited is truly most troublesome. The eye has been moved once again to the vault in the cellar. This eye, please you post two sentinels to guard it. Thus we shall determine how it is that we find a floating hole. Bla. Also irgendwie sollten Wächter platziert werden, um dieses Auge zu beschützen. Das Problem ist nur, also offiziell zwei. Sind nur ein paar mehr als zwei. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt, wie ich jetzt da hochkomme. Ich wusste das Ganze mal. Ich weiß es aber jetzt leider nicht mehr. Ich werde einfach mal hier speichern. Bitte speichern, danke. Hat er mich gehört? Okay. Ich glaube, hier bin ich so halbwegs sicher. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ich zumindest nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich nehme aber an, dass das so gewollt ist. Weil es ja auch hier recht dunkel ist. Die Viecher da müssen nichts sehen. Aber jeder, der hier was klauen will, muss leider was sehen. Das ist, ja. Was ich jetzt hier habe. Ich habe im Einkaufsbildschirm ein bisschen... ich habe im Einkaufsbildschirm ein bisschen, also so ziemlich alles mitgehen lassen, was tötet. Und alles mitgehen lassen, was auch vor allem Untote tötet. Weil ich einfach wusste, worauf ich mich hier einlasse. Ich kenne das Level ja schon. Und eigentlich müsste ich jetzt auch... Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte gerne meine Waffen durchchecken. Die Wasserfalle bringen mir herzlich wenig. Ups. Feuerpfeile. Tatsächlich. Ich weiß allerdings nicht, wie viele hier unten rumschnackeln. Ich würde eigentlich ganz gerne versuchen, den hier unten zu töten, aber ich weiß nicht, wie viele dann auf mich zukommen. Aber da wir uns ja in einem Spiel befinden, könnte ich theoretisch schnell speichern und es ausprobieren. Ich würde es natürlich ungern machen. Zumal ich die auch mit Sicherheit nicht mit einem Pfeil getötet bekomme. Ich würde jetzt Flashbomb. Helfen die was? Ich weiß gar nicht. Gegen irgendwen haben die geholfen. Ich weiß noch nicht mehr gegen wen. Holy Water brauche ich nur für die Zombies. Eine Mine. Das könnte ich tatsächlich versuchen. Aber wenn ich die werfe, ist das laut. Und dann hört er mich. Und dann sucht er mich. Und dann rennt er wahrscheinlich nicht in die Mine rein. Ich versuche es jetzt einfach mal hier weiterzulaufen. Holy shit, was los? Was los? Was los? Nein, 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 nein. Wo ist hier die Tür? Wo ist die fucking Tür? Hier ist doch irgendwo eine Tür. Hallo? Bin ich blöd? Ist das Ding zugemauert worden? Hä, wo ist der Zombie? Wo ist der? Verarschen? Offensichtlich. Wo ist der? Bin ich infiziert? Bin ich schon ein Untoter? Nee, da ist er. Okay, er hat mich wohl aus den Augen verloren anscheinend. Ja gut, also hier laufen mindestens zwei von diesen drei von diesen rot gekleideten Viechern rum und ein Zombie. Und ich glaube, ein Zombie ist auch noch mal oben. Also ich habe hier mit ein bisschen was, mit ein bisschen Menschen zu tun. Ich komme hier offensichtlich nicht rein. Das heißt, ich hätte mit Seilpfeilen arbeiten müssen. Ich muss mir mal was überlegen. Irgendwie ist das gerade ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, ich überlege mir was bis zur nächsten Folge. Und dann werde ich euch auf jeden Fall hier ein bisschen was mehr liefern können, als einfach nur
in der Ecke Rumgeschisse und planlose durch die Gegendlauferei. Also ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, als wäre ich im Fernsehen, ey. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video auch vorbei. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier endet. Ich weiß noch nicht, worauf das hinausläuft bei mir. Aber ja, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, weil wichtige Links und so. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!